Hallo und herzlich willkommen zu meinem Das Wort zum Montag. Heute möchte ich mich mal unter anderem um das Thema Streaming versus Disc, um den wirklichen Vergleich mal kümmern. Aber vorab erstmal herzlichen Glückwunsch an Mr. Schrotti 11 zu seinen 800 Abonnenten. Die hat er, glaube ich, im Laufe der Woche erreicht. Und macht ein Gewinnspiel bis zum 17.03. Ich werde euch das unten noch mal kurz verlinken, damit ihr dann alle, die noch nicht dran teilgenommen haben, auch noch dran teilnehmen können. Es gibt wohl ein mega großes Paket zu gewinnen, aber alles andere oder alles weitere dann bei ihm auf seiner Seite. Heute gibt es einmal gesagt das Thema Streaming versus Disc und vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir meine Liste der 20 Filme, die mir fehlen, nochmal neu bearbeiten, weil ein Großteil weg ist und die Filme, die jetzt noch drauf sind, eigentlich keine hohe Priorität haben, weil sie preislich noch uninteressant sind. Deswegen muss ich mir da mal ein bisschen Gedanken drum machen, um die neu zu gestalten. Entschuldigung. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern am Anfang steht einfach mal das Thema Streaming versus Disc. Und zwar einfach mal der Vergleich zwischen den beiden Systemen. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ich werde die jetzt einmal nochmal kurz ins Gedächtnis rufen oder vorzeigen. Also klar, Streaming hat halt den Vorteil, dass man im Prinzip überall auf seine Filme zugreifen kann, solange man eine Internetverbindung hat und ein Endgerät. Gut, meistens hat man dann irgendwie ein Handy oder ein Tablet oder einen Rechner oder man ist bei seiner Freundin oder man ist auf Montage, dann braucht man dann halt nur entweder ein Smart TV oder ein ähnliches Gerät, ein Apple TV oder sowas mitnehmen, wenn man im Hotelzimmer ist, einfach anklemmen und dann kann man sich seine Filme auch dort angucken, weil ja nun mal nicht jeder 24/7 zu Hause ist, sondern es gibt auch welche, die auf Montage sind oder mal im Urlaub sind und da sich einen Player und die Scheiben mitzunehmen, ist natürlich, ich sag mal, etwas unpraktisch. Ne? Also das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich überall drauf vorgreifen kann, zugreifen kann. Das hat natürlich auch den Nachteil, ich brauche ständig eine Internetverbindung. Und sollte ich jetzt mal keine Internetverbindung haben, ist es natürlich schwierig, auf die Filme zuzugreifen. Das ist so für mich so der größte Nachteil. Manche sagen ja halt, ich brauche halt nicht was zum Anfassen, wenn ich dann vor meinen Regalen stehe und dann was raussuchen kann. Ja, kann man machen. Ich kann es natürlich auch digital, dann bin ich dann bei den Diensten durchsuche und gucke, was ich schauen möchte. Das ist nicht unbedingt ein Vor- oder ein Nachteil. Also das ist halt nur eine andere Art der Filme zu gucken. Bei den Discs habe ich halt den Vorteil, ich habe, solange mein Player heile ist, permanentes Zugriff auf meine Filme. Klar, ich brauche Strom und das ist natürlich immer das Gleiche. Aber wenn ein Film aus einem Streaming-Dienstanbieter verschwindet, habe ich darauf dann keinen Zugriff mehr. Das ist, man muss das aber ein bisschen differenzieren, weil, und das wird immer ein bisschen einseitig gesehen, Filme, die ich mir kaufe, die sind eigentlich permanent verfügbar. Also es gab jetzt einen Fall bei Sony, der die Sachen rausgeschmissen hat, aber das betraf auch nur die PlayStation. Sonst bei Amazon oder sowas ist mir das jetzt noch nicht wirklich untergekommen. Ich will das aber nicht abstreiten. Ne? Aber eine Disc kann auch mal kaputt gehen und da muss ich sie mir auch neu kaufen. Aber es ist halt so, bei den Angeboten, die umsonst sind, zum Beispiel bei Prime oder sowas oder auch bei den anderen Anbietern, die können natürlich mal rausfliegen. Ne? Dann habe ich natürlich keinen Zugriff drauf. Aber das ist ja ähnlich wie in der Videothek, wenn ich sage, ich gucke mir die Filme immer oder leih mir die nur in der Videothek an, aus und die haben die irgendwann nicht mehr, dann habe ich da ja auch keinen Zugriff mehr. Also das ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwammig.
Muss man sich aber genau beschäftigen. Also wenn ich die Filme kaufen würde, hätte ich ja weiterhin Zugriff drauf. Also das ist was anderes. Aber ansonsten habe ich natürlich bei einer Disc den permanenten Zugriff. Ich gehe an mein Regal, ziehe das Ding da raus, schiebe seinen Player und ab geht die wilde Fahrt. Der Nachteil ist halt, ich muss mir die Discs auch immer kaufen. Ich kann sie quasi auch nur zu Hause gucken oder dort, wo ein Player ist. Und wenn ich mal, ich sag mal, auf Montage bin oder so, geht es halt nicht. Und wenn meine Partnerin oder meine Bekannte, wo ich mal zu Besuch bin oder was weiß ich, wo auch immer, und man sagt, oh, ich will mal einen kurzen Film gucken oder sowas, und ja, ich habe die Scheibe nicht dabei, ist das natürlich blöde. Die muss man dann immer mitnehmen und man muss dann immer gucken, was man haben möchte. Ja, muss man halt sehen, ist halt der Nachteil dabei an der ganzen Sache. Und man muss, wie gesagt, sich die Dinge auch immer kaufen. Und da ist man zum Beispiel momentan bei den Preisen bei den neuen Filmen relativ, sind sie relativ teuer, ne? Wenn man das so betrachtet, was sie kosten. Ja. Natürlich hat der Vorteil auch bei der Disc, ich kann mir besondere Editionen holen. Gerade in Mediabook, Steelbook oder verschiedene Cover-Varianten. Das geht natürlich nicht, wenn ich streame. A würde mir das ja auch gar nichts bringen. Wenn ich den Film in Coverversion A mir ausleihe oder in Coverversion B, ist das eigentlich auch Blödsinn. Das ist, ich sag mal, für Sammler ist das ja auch komplett anders zu sehen. Ein Sammler sammelt ja Objekte. Und einer, der Filme guckt, ein Filmkonsument, dem ist das ja erstmal egal, auf welcher Plattform er das guckt. Die sind ja auch nicht abgeneigt, mal im TV einen Film zu gucken, wo es auch keine Werbeunterbrechung gibt. Das ist ja nicht so, dass nur permanent im Fernsehen Werbeunterbrechungen laufen. Das ist ja Humbug. Also auf den öffentlichen rechtlichen nach 22, nach 20:15 Uhr läuft ja auch keine Werbung mehr. Nur in den privaten. Und wenn man da mal guckt, wenn man nachts auf Tele5 oder sowas einen Film guckt, da ist dann auch nur noch eine ein oder zwei Werbe und kurze Werbeunterbrechung drin. Also das ist alles auch erträglich. Also für die Filmfans, also für die Filmsammler natürlich nicht, weil die können ja, dass sich das Ding nicht ins Regal stellen. Also, und das sind ja auch schon eigentlich so die großen Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen der Filme zu gucken. Also, wer Filme sammelt, auch mit Verpackung oder sowas, der ist natürlich beim Streamingdienst falsch aufgehoben. Das ist völlig klar, aber zum Gucken ist das halt ein großer Vorteil, wenn ich halt streamen kann. Ich kann überall drauf zugreifen. Und zum Beispiel, wenn ich Serien gucke, habe ich ja auch den Vorteil, dass ich gleich die kompletten Staffeln oder die komplette Serie irgendwie auch Zugriff habe. Ansonsten wird es ja auch relativ teuer, mir die Dinger zu holen, die ich dann vielleicht nur einmal gucke und dann zu sagen, oh, das ist natürlich nach der Staffel 5 war das so langweilig, das habe ich, ja, das steht jetzt im Regal und sammelt Staub oder so, ne? Das ist gut, für den Sammler ist das wieder egal. Aber für jemanden, der den Film schaut, ja. Also ja, Streaming hatte auch die Vorteile gehabt für mich bei Serien, weil man einfach reinschauen kann und wenn es nichts ist, dann mache ich es aus und wenn es gut ist, läuft es weiter. Und wenn das wirklich eine sehr gute Serie oder ein sehr guter Film ist, greift man ja sowieso häufig zu der Alternative, sich den Film dann nochmal zu holen. Vielleicht sogar dann in einer schönen Cover-Variante. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Versionen von Filmen. Also auf Streaming-Portalen sind nicht alle Filme in einer ungeschnittenen Version vorhanden oder in der Synchro, die ich gerne hätte. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Nachteil. Gerade wenn ich Filme gucke, die doch härter sind und die man doch gerne in einer ungeschnittenen Version gucken würde, die vielleicht auch so gar nicht in Deutschland erhältlich ist, weil die hier zum Teil noch beschlagnahmt sind oder so. Dann muss ich mir das Ding auf die Börse holen. Solche Filme werde ich natürlich niemals in Streamingdiensten gucken können. Das muss man sich natürlich auch vor Augen führen. Also für diese Hardcore-Freaks, die auf solche Filme stehen, ist Streaming auch nichts. Es gibt da halt nichts. Das ist Streaming ist halt Mainstream. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen führen. Ne? Also, das ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Systemen. Aber nehmen wir mal an, es gäbe einen Film, den gäbe es auf beiden Plattformen.
Also Disc oder Stream in der gleichen Version. Aber wo ist denn da der Vor- und der Nachteil? Qualitätstechnisch. Und da muss ich sagen, da ist die Disc im Regelfall im Vorteil, gerade was den Ton betrifft. Beim Bild sind die Unterschiede doch sehr, sehr gering geworden. Also klar gibt es da immer noch Ausreißer nach unten, nach oben, aber es gibt auch schlechte Filme auf oder schlechte Qualität auf Disc. Das müssen wir uns auch immer vor Augen führen. Das müssen wir nicht einfach alles schönreden. Das passiert da auch ganz einfach hin und wieder mal. Aber das ist halt nicht gang und gäbe, ne? Also von daher ist es schon zu überlegen, wo kriege ich die bessere Qualität. Und da sind wir auch schon bei meinem Lieblingsthema, und zwar den Ton. Im Regelfall bieten die Scheiben einen besseren Ton. Zum Beispiel gibt es Filme in Auro 3D zum Beispiel gar nicht. Den kann man, glaube ich, nirgendwo streamen. Das hat dann auch so ein paar technische Gründe. Da ist man wohl bei, das irgendwie mal hinzukriegen, wegen der Kompression und sowas alles. Aber grundsätzlich ist der Ton auf einer Disc etwas besser. Gerade wenn es sich um eine native Tonspur halt oder eine HD-Tonspur handelt, die wird halt nicht mit übertragen. Man hat im Regelfall dann eine komprimierte 5.1 Tonspur, die mitgeliefert wird. Hat natürlich auch seinen Sinn. Also viele Daten brauchen eine hohe Bandbreite und eine hohe Bandbreite hat nicht unbedingt jeder, ne? Also das muss man sich auch vor Augen führen, aber muss man sich auch sichtbar machen, dass man halt als Streaming-Dienstanbieter möglichst viele Leute abdecken kann. Also auch mit einer schlechten Breitband- oder Internetverbindung. Also kann ich da die Qualität natürlich nicht auf dem Maximum einer, zum Beispiel bei einer UAD setzen. Alles unkomprimiert und durchjagen, das ist dann schon, wird dann schon sehr schwierig, ne? Also das funktioniert auch nicht. Also hat man da natürlich die Nachteile. Jetzt stellt sich natürlich für viele dann auch wieder die Frage, merke ich diesen Nachteil? Weil ich kann natürlich sagen, oh, der Ton ist so schlecht und das Bild ist so schlecht, weil auch beim Streamingdienst nicht, ich kann mal lieber meine Scheibe reinlegen und dann nutze ich zu Hause nur eine DVD und einen HD-Ready-Fernseher auf 32 Zoll. Ja, da brauchen wir jetzt doch mal ganz ernsthaft nicht über Qualität reden. Also den Unterschied, den siehst du dann nicht mehr und den Unterschied hörst du dann auch nicht mehr, weil ja nichts, weil das Level ja schon so niedrig ist. Oder das Ausgangs, oder das Material, das den Ton und das Bild wiedergibt, ja eigentlich auf so einem niedrigen Level ist, dass man das eigentlich keine Unterschiede mehr merkt. Interessant wird es dann nur, wenn man wirklich auf höherwertige Endgeräte, Wiedergabequellengeräte zurückgreift. Nutzt jetzt einer hier einen 70 Zoll, 65 Zoll 4K Fernseher eines namhaften Herstellers, ich meine jetzt nicht irgendwelche 599 Baumarktangebote, da brauchen wir auch nicht drüber reden, ne? Sondern ein hochwertiges Gerät und zumindest eine einigermaßen hochwertige Soundbar, der merkt das dann schon, ob ich den Film nur gestreamt habe oder ob ich den Film dann auf einer 4K UAD zu Hause schaue, ne? Von daher ist die Qualität auf einer Disc natürlich höher. Und das ist für viele vielleicht so der entscheidende Punkt zu sagen, ich gucke vielleicht doch lieber eine Disc, weil ich habe diese etwas bessere Qualität und ich habe gegebenenfalls sogar noch ein bisschen Bonusmaterial, wenn ich mich für den Film interessiere. Wobei mal ganz ehrlich ist, das Bonusmaterial, aus was besteht das heutzutage? Da ist vielleicht ein Trailer drauf, dann sind da ein paar Szenenbilder. Und vielleicht ein paar Outtakes, aber so richtig so ein Making-of ist bei den vielen Filmen auch nicht. Und da, kleiner Blick. Ist da auch nicht da. Also von daher ist das nicht ganz so tragisch. Von daher ist einfach so für mich bei dem Vergleich, es gibt keinen wirklichen Sieger oder keinen wirklichen Verlierer, weil beides seine Berechtigung hat. Und beides auch Vor- und Nachteile hat, die sich gegenseitig
ja, aufheben. Von daher ist es aus meiner Sicht ja natürlich keine Frage des Entweder-Oder, sondern einfach das Miteinander. Und das ist für alle, glaube ich, auch ein großer Gewinn, wenn ich sage, ich nutze auch Streaming, weil also der meistgenutzteste Dienst ist halt Amazon Prime. Gut, jetzt ist da, glaube ich, mittlerweile Werbung drauf, aber selbst wenn man überlegt, nur mal, die kosten jetzt 2,99 mehr oder sowas, ich weiß es nicht, was ist. Ein bisschen mehr kostet das jetzt. Ich glaube, ich kriege für 10 € im Monat, kann ich neben kostenlosen Versenden, bei den Prime-Produkten, kann ich dann auch streamen. Jetzt rechnen wir mal hoch, ich kann für 10 € mir Filme holen auf dem Flohmarkt, kriege ich 10 DVDs. Meistens Filme, die ich sowieso nicht wirklich gesucht habe, sondern die ich mal, ach, die nehme ich mal mit, aus dieser Kategorie stammen. Und das kann ich natürlich dann auch bei Amazon machen, bei Prime. Einfach nur mal gucken, was fliegt da rum für Lau, und schau mir die auch an. Das Ergebnis ist das gleiche. Also, wie oft kauft man sich denn wirklich Filme für auf dem Flohmarkt, wo man sagt, Alter, das habe ich wirklich gesucht? Das ist ja nun wirklich relativ selten, ne? Also oftmals, so geht es mir auch, man kauft sich die Filme für 1 € und stellt dann fest, ja, vielleicht ist das nichts, dann kommt das in die Tauschkiste. Habe ich 1 € rausgeschmissen, ne? Und bei Streamingdiensten gucke ich es dann halt, und wenn ich es nicht gucken möchte, dann lasse ich das weg. Also von daher ist das, ja, ist es eigentlich schon günstig, und 10 Euro, ja, 10 Euro sind 10 Euro, die muss man auch erstmal verdienen. Beim Mindestlohn von, ich weiß nicht, ist er 15 Euro, habe ich dabei dann 40 Minuten, muss ich dafür arbeiten, um 10 Euro dann zu verdienen. Alles gut. Ne? Also man soll da nicht mit dem Geld zum Fenster rausschmeißen oder damit angeben, dass man zwei Elefanten im Keller hat, die das ganze Zeug mittlerweile platt sitzen. Weil, ne? Gut. Also von daher würde ich das sagen, ist das eigentlich auch gar nicht so teuer. Es wird natürlich dann teuer, wenn ich 25 verschiedene Streaming-Dienstanbieter habe und dann da nur gucke und vielleicht nur 3, 4 Filme im Monat gucke. Dann ist es natürlich sehr teuer. Aber ansonsten, wenn ich mir einen Film neu kaufe, kostet ja auch einen Taler, ne? Also das ist, geht mal hin, und wenn es nicht gerade im Angebot ist, bei Amazon irgendwie 5 vor 30 oder was heißt es, 6 für 30, 5 für 100 für 50, ich weiß nicht, welche Angebote es da noch alles gibt. Ne? 10 für 50 kann das sein. Ne? Also, der kostet dann halt einen Film einen Fünfer. Sagen wir mal einen Fünfer. So, den kaufe ich mir neu. 2 Stück sind auch ein Zehner weg. Und das sind dann meistens Filme, die ich dann auch auf anderen Plattformen zu ähnlichen Preisen kriegen würde. Also, bei Neufilmen ist das halt ein Unterschied. Das ist einfach so. Also, wenn ich mir einen neuen hole und der gefällt mir nicht, wandelt der auch in die Tauschkiste. Wobei, man muss das ja auch nicht immer gleich in die Tauschkiste schmeißen und so hoffen, dass man irgendwas tauscht. Und man kann das natürlich auch dann auch sehr schnell wieder veräußern, ohne großen Verlust. Also, als Beispiel, jetzt nehmen wir mal Indiana Jones, der kostet momentan, ich sag mal eine Zahl, 18 Euro. Gehe ich irgendwo hin, hole mir den für 18 Euro, gucke den einmal und dann packe ich den bei eBay rein und kriege da bestimmt noch 15 Euro. Das heißt, ich habe mir für das Anschauen, habe ich vielleicht 3 Euro bezahlt. Ne? Die Alternative wäre gewesen, wenn der dann halt im Streamingdienst ist, kostet er 3,49 oder sowas zum Ausleihen. Weil die meisten wissen ja, dass Indiana Jones eigentlich nicht, der letzte Teil nicht so der Hit ist. Da steht man sich dann vielleicht sogar besser, wenn man den einmal ausleiht, um dann zu sagen, den will ich nicht. Aber dann kommt ja dieses berühmte Messi-Prinzip zum Tragen, ne? Lieber haben als brauchen, und dann holt man sich den doch, findet den trotzdem schlecht, stellt ihn in der Sammlung und verkündet in jedem Video, ich will den wieder loswerden, ich will den wieder loswerden, und nach 10 Jahren in einer OVO-Studie immer noch im Regal rum, also nach so einer Roomtour. Also von daher müssen wir uns da nichts vormachen, was wir erstmal haben, ist erstmal, geht dann erstmal schlecht weg. Ne? Egal, ob er ja uns gefällt oder nicht. Also es ist schon extrem, was wir manchmal in den Sammlungen haben, wo man einfach gesagt haben, habe ich einmal geguckt, den werde ich nie wieder gucken, aber der sieht gut aus. Ne? Ja, das war eigentlich schon dieses Thema zum, beziehungsweise das Hauptthema heute zum, das Wort zum Montag, weil ja eigentlich relativ wenig passiert ist diese Woche und viele heute
am Sonntag auf der Messe oder Filmbörse in Neuss waren, werden wahrscheinlich einige wieder ihr sauer verdientes Geld den Händlern in den Rachen gestopft haben, damit die ein schönes Leben führen können. Nein, alles gut. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen manchmal, wobei manchmal sind die Preise ja auch, ich sag mal, doch leicht überteuert, ne? Und wenn man dann auch sieht, dass da irgendwelche Bootlegs rumfliegen und dass man dann auch noch bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. Eigentlich sollte man die Dinger nehmen und den Leuten um die Ohren hauen, dass sie so eine Frechheit besitzen, einen sowas zu verkaufen. Ne? Also. Aber das ist eine andere Sache. Ich glaube, das ist auch besser geworden, dass man da nachgeht, weil das ja eigentlich auch nicht erlaubt ist. Ne? Ne? Bootleg zu verkaufen ist nicht richtig. Ist das eine Strafbar? Also ist eine Ordnungswidrigkeit oder ist das so eine Strafsache? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber es dürfte schon eine mehr wie eine Ordnungswidrigkeit sein, ne? Schon fast eine Straftat. Ja, gut, aber es ist denen ihre Sache und da gehören auch immer zwei zu, ne? Ein Schlitzauge, ein Schlawiner, der dem verkauft und ein Dummer, der es kauft. Manchmal weiß man es nicht, aber ist auch egal. Gut, aber ich will mich jetzt nicht über das Thema Bootlegs äußern. Muss jeder selber wissen. Jeder ist sein Glückes Schmied. Ja, wie gesagt, das Thema haben wir jetzt ja, durch. Und jetzt würde ich ganz gerne, es ist nämlich noch, wir haben erst 20 Minuten und heute machen wir es einfach mal ein bisschen länger, zu dem Thema kommen, dass ich meine Liste mit den 20 Filmen einfach wieder mal ein bisschen upgraden möchte, beziehungsweise mal auf den neuesten Stand bringen möchte. Ja, und da sind wir jetzt auch schon bei der Liste der 20 Filme, die mir noch fehlen. Die Liste ist soweit runtergearbeitet. John Wick 4 und Indiana Jones habe ich noch nicht zu einem akzeptablen Preis bekommen. Meine Grenze sind da 10 Euro. Mehr möchte ich nicht dafür ausgeben. Jetzt kann man natürlich sagen, aber John Wick ist ein toller Film. Da kannst du ruhig mehr für ausgeben. Es geht ja nicht darum, ob der Film gut oder schlecht ist, sondern was mir der Film an sich wert ist. Ne? Und die Blu-ray würde ich halt nur gerne für 10 Euro haben wollen. Thema durch, genauso wie bei Indiana Jones. Ob der jetzt gut ist oder schlecht ist, ist erstmal relativ uninteressant. Der dritte Film, Die üblichen Verdächtigen, ist so gut wie runter von der Liste. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Von daher werde ich den, ich lasse den nochmal drauf. Aber wir müssten uns dann ja auch mit den Filmen beschäftigen, die wir jetzt als nächstes da noch reinpacken wollen. So. Und ich habe mir ja mal so ein bisschen Gedanken drum gemacht, über welche Filme oder welche Filme noch rein sollen. Manchmal sind diese Filme auch nur Platzhalter, um mich weiter inspirieren zu lassen. Also ich denke mal, der ein oder andere kennt das sicherlich. Man sucht einen Steven Seagal-Film und landet dann bei einem anderen. Und damit fangen wir jetzt einfach auch mal an. Ich hatte jetzt Steven Seagal, hatte ich jetzt Nico und was gibt's denn da noch? Boah, Steven Seagal, ja, Alarmstufe Rot. Das ist der, den ich auch gerne haben möchte, wenn es noch eins und zwei dazu kommt. Also die zweite Teil ist das auch so. Also Alarmstufe Rot. Ob das jetzt richtig geschrieben ist oder Peng, das ist jetzt erstmal Alarmstufe Rot. So, also das ist mir so der Platzhalter für die Kollegen Steven Seagal. Mal gucken, was da kommt. Dann wären wir schon beim fünften Film, den ich noch wieder haben möchte. Und zwar ist das McQuaid. McQuade. Der Wolf, ich glaube, so ist es richtig. McQuaid, der Wolf, auch hier eigentlich stellvertretend für die anderen Filme von Chuck Norris. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo auf dem Flohmarkt bin und mir McQuaid, der Wolf suche, dann
wäre das auch nicht verkehrt, wenn ich dann, das ist so richtig, weiß ich nicht, ist auch egal. Und ich treffe auf die Feuerwalze, werde ich die auch mitnehmen. Von daher ist das nicht ganz so tragisch, ne? Dann gibt es natürlich noch den ein oder anderen Actionstar aus den 80ern, der nicht Stallone oder Schwarzenegger hieß, sondern Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, ne? Der gute Belgier. Und da habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Film. Aber interessieren würde ich mich, glaube ich, eigentlich für Karate Tiger 3. Ich glaube, mittlerweile gibt es den gar nicht unter Karate Tiger 3 mehr, sondern heißt, glaube ich, der Kickboxer. Auch hier wäre ich nicht abgeneigt, wenn ich dann den einen oder den anderen Van Damme-Film finde, der mich interessiert. Ich glaube, The Quest oder sowas mit Roger Moore fand ich relativ interessant, aber wie gesagt, man muss ein bisschen suchen und da wird man schon was finden. Als nächstes, ja, ich bin so ein bisschen durch Gunny und seinen Ansprechen, ich glaube mal, das Wort über den Film Erdbeben ein paar Mal erwähnt und den habe ich mir jetzt auch angeschaut, also bin ich so ein bisschen auf den Katastrophenfilm-Trip der 70er. Die haben ja einige gute Katastrophenfilme rausgebracht. Also den Erdbeben hatte ich mir jetzt angeguckt. Ich glaube, ich werde dann auch noch eine Review zu machen zu Erdbeben versus San Andreas. Ähnliche Thematik, aber andere Umsetzung. Aber es gibt auch noch andere Filme aus diesen 70ern, die mich da eigentlich wirklich interessieren. Die berühmtesten sind, glaube ich, Flammendes Inferno und Die Höllenfahrt der Poseidon. Oder sowas, oder Rückkehr zur Poseidon gibt es ja zwei Teile von. Aber Flammendes Inferno mit Steve McQueen und wer ist es noch? Paul Newman. Der sollte es denn wohl werden. Wie gesagt, auch hier steht das Ganze wieder auch als Platzhalter Inferno. Ja? Wenn der Film nicht kennt, ich glaube, es geht darum, dass irgendwo auf einem. Ist das auf einer chemischen Anstalt, einer chemischen Werkindustrie, da irgendwie so ein Feuer ausbricht und das Ganze dann über die ganze Stadt rüber geht oder sowas? Oder ich bin mir nicht ganz sicher, oder was? Die Gaswerke? Lassen wir uns mal überraschen. Also, dieser Film stellvertretend für einige an Katastrophenfilmen, aber primär ist halt Flammendes Inferno hier. Ziel Nummer 1. Jetzt wird es dann schon ein bisschen schwierig, wenn man überlegt, was man noch alles so braucht. Ich habe jetzt einen Steven Seagal, ich habe einen Chuck, dann gibt es noch einen Van Damme und Flammendes Inferno. Und als ich Erdbeben gesehen habe, gab es natürlich einen Hauptdarsteller, der mich wirklich ja, nicht fasziniert hat, aber der so ein bisschen mich wachgerüttelt hat an Filmen, die ich mal wieder von ihm gucken könnte. Und das ist der gute Charlton Heston. Ich glaube, der war in den 60ern, 70ern so ein richtiger Megastar. Viele Filme gemacht, auch mit Ava Gardner. Und unter anderem hat er einen Film gemacht, der wurde, glaube ich, jetzt ist neu aufgelegt worden. Und das sind die 55 Tage in Peking. Ein Film, der ja, sich um das Jahr, quasi um den Boxeraufstand in China beschäftigt. Also den Boxeraufstand in China und da saßen denn die, ganz kurz glaube ich angerissen ist, die Chinesen waren nicht mehr Herr in ihrem eigenen Land. Es gab ja ganz viele Kolonialmächte, ob die ist die USA, die Russen, die Franzosen, die Engländer, Japaner, Deutsche, was nicht, wer alles da waren, haben sich da ein bisschen ja, benommen wie der Schlauch im Garten. Und die chinesische Bevölkerung fand das natürlich nicht so wirklich prickelnd und dann gab es einen Aufstand, der nennt sich, glaube ich, der Boxeraufstand. Und die haben dann quasi
in Peking das Diplomatenviertel, glaube ich, ja, besetzt nicht, sondern die haben es belagert und die Diplomaten, die da wohnten, und haben sich dann halt verteidigt und mussten dann 55 Tage warten, bis dann Entsatz gekommen ist und die quasi man befreit hat. Der Boxeraufstand wurde dann auch niedergeschlagen und es gab dann auch noch politische Folgen dafür. Aber dieser Film, ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, niemals komplett, aber ich fand, dass die Thematik ganz gut, und Charlton Heston als Schauspieler in solchen Filmen kommt immer relativ gut rüber. Und zu diesem Thema, dem Boxeraufstand, 55 Tage in Peking, es gibt da auch noch einen Eastern von den Shaw Brothers. Das ist einer der ganz wenigen Eastern, die ich überhaupt mal geguckt habe, und der hieß, ich glaube, der Aufstand. Aufstand in Peking heißt der, glaube ich, mittlerweile auf Blu-ray oder auf Scheibe. Ich meine, der hieß damals aber der Aufstand der Boxer. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Es ist schon so elendig her, dass ich den gesehen habe. Und das ist so ein bisschen, was ich auch ganz gerne wieder schauen würde, um vielleicht mal so in das Thema schlechte Eastern aus Fernost reinzukommen, weil da gibt es natürlich auch ein paar gute. Ich schreibe jetzt hier nicht hin die fliegende Guillotine oder sowas, der unbesiegbare Super Chen oder. Es gibt da einige, die man da gucken könnte, aber man muss, glaube ich, in das Thema auch langsam reinkommen. Aber man will das natürlich auch nicht alles sich gleich wieder breit streuen, sondern immer gezielt vorgehen und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Es kann auch sein, dass der Film mich einfach nicht mehr abholt und dann einfach wieder in die Tauschkiste wandert, aber diese Filme sind immer relativ schwer wieder zu bekommen. Dann noch ein Film, oder eigentlich ein Doppelpack, und zwar Dracula und Frankenstein. Und zwar von Andy Warhol. Warhol, ich glaube, so ist richtig geschrieben, ne? Gibt es einige Filme, die er gemacht hat, aber Andy Warhols Dracula. Andy Warhols Dracula und Frankenstein. Das wären so die beiden Filme, die ich mir von Andy Warhol nochmal anschauen möchte. Heißt das Blut für Frankenstein? Kleiner Augenblick, ich schaue einmal ganz kurz nach, wie das Ding heißt. Einmal da bei OFD gucken, Andy Warhol. Gucken, ob es da irgendwas gibt. Andy Warhols Dracula. Andy Warhols. Andy Warhols. Frankenstein, glaube ich. Heißt das Blut für Frankenstein? Fleisch? Ich gucke einfach mal nach. Also. Frankenstein! Ich kannte mal jemanden, der hieß Frankenstein. Der war aber kein Doktor. Von daher war ein ganz normaler Mensch und ich fand den Namen eigentlich Frankenstein. Andy Warhols Frankenstein mit Udo Kier. Ja, ich glaube, so heißt der einfach. Andy Warhols Originaltitel Came per Frankenstein. Andy Warhols Frankenstein, ja. Dann übernehmen wir das einfach mal so, wie es ist. Andy Warhols, ich glaube, die machen hier das Ding dann weg, aber ist mir auch egal. Andy Warhols. Was ist das denn für Blödsinn? Ah, so ist besser. Andy Warhols Frankenstein. Besonderheit an diesen beiden Filmen finde ich, dass Udo Kier mitspielt, einer der Schauspieler, die so ein bisschen immer so ein bisschen außerhalb vom Radar sind, aber in Hollywood relativ bekannt waren. Ich glaube, der gute Udo hat sogar etwas mit
mit Madonna mal gehabt. Auf jeden Fall taucht er einmal in einem ihrer Videos auf. Ich weiß nicht in welchem, aber ich glaube, ja, also in irgendeinem Video taucht er auf alle Fälle auf. Ja, dann sind wir schon bei Film 11. Ich dachte, das geht besser, aber oder schneller. Jetzt müssen wir mal ein bisschen überlegen. Also, was sind so Filme, die einem noch fehlen? Also, man geht ja meistens irgendwelche durch irgendwelche Listen durch und lässt sich auch von anderen YouTubern inspirieren. Und da ist jetzt ein Film öfters mal aufgetaucht, Feast. Den kenne ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht wirklich. Ich habe mir auch noch nicht den Trailer angeguckt. Aber der auf alle Fälle wird auf die Liste kommen. 13. Mal wieder etwas aus dem Bereich Krieg, Antikriegsfilme. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Also, und zwar ein Film mit Sean Penn und Michael J. Fox. Ein Film über den Vietnamkrieg. Die Verdammten des Krieges. Ja, so, Nummer 14. Muss man wieder ein bisschen überlegen, was einem so ein bisschen einfällt. Muss man so ein Bum, Bum, Bum. Weil man hat ja schon so viele Filme in der Sammlung, ne? Das ist immer so, boah. Ja, ich glaube, es gibt ja noch ein paar Filme von dem DCEU, die mir fehlen. Und zwar ist das einmal Aquaman 2. Aquaman 2 und wie heißt der? Blue Beetle. Die beiden Filme fehlen mir auch noch. Dann wären wir schon bei 15. Das ist dann ja auch nicht mehr ganz so viel. Der nächste Film. Hatten wir Krieg, jetzt hatten wir ein bisschen. Ja. Wie wäre es mit ein bisschen Horror? Der gute Pat Strange hatte, weiß nicht, am Wochenende ein Unboxing gemacht von zwei Filmen einer Reihe, die acht Filme umfasst. Howling. Viele von euch, die ein bisschen älter sind und die Anfangszeiten der Videotheken erlebt haben, der erste Film hieß Das Tier und ich glaube auch Tier 2 ist noch unter dem Titel in die Videotheken gekommen. Danach ist das, glaube ich, erst auf Howling umgesprungen. Und da würde ich doch ganz gerne auch mal hier das Thema Werwolf wieder ein bisschen aufnehmen. So, ich bin ein altmodischer Mensch. Ich schreibe es dann einfach mal so hin. Für mich ist es das Tier. Das Cover war einfach, stand das Tier und nichts anderes drauf. So, jetzt fehlen uns nicht mehr ganz viele Filme, um diese Liste voll zu kriegen. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, was ich noch wirklich brauche oder was mich wirklich noch interessiert, weil meistens ist es erst, wenn man das Ding fertig hat, dass einem was einfällt, was man noch gerne haben möchte. Das ist, glaube ich, bei jedem von euch so. Und dann wandert man irgendwo über einen Flohmarkt und sieht dann, ah, oh. Und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie 25 Horrorfilme da aufschreiben, die mir jetzt noch definitiv fehlen. Aber es gibt einen Film, den ich noch suche, und zwar dann wieder natürlich in einer speziellen Verpackung, und das ist die Hölle der Lebenden. Der Lebenden.
Hölle der lebenden Toten. Ein Zombie-Film aus Italien, der irgendwo in Südostasien spielt, so ein bisschen, ja, auf Dawn of the Dead anspielt. Also alle, die den Film kennen, wissen, worum es geht, und den hätte ich ganz gerne. Es heißt, glaube ich, Metal Pack. So, den hätte ich ganz gerne als Metal Pack. Den habe ich so, aber ich will den nochmal als Metal Pack haben. So, jetzt habe ich fast alles fertig, aber trotzdem was vergessen, was mir gerade noch in meinen Schero eingefallen ist. Und zwar Western. Ich hatte in letzter Zeit ein paar geguckt. Und da hatte mich der gute Jochen von Vorhang auf einmal inspiriert. Der hatte immer so eine kleine Review gemacht von drei Western. Unter anderem auch Rio Bravo. Ein Film mit John Wayne und ja, Dean Martin. Und da habe ich mir gedacht, ja, Dean Martin ist ja eigentlich auch kein ganz schlechter Darsteller. Und er hat ja sehr viele Filme gemacht, außerhalb von Jerry Lewis. Und die waren manchmal gar nicht so schlecht, gerade wenn er sich in das Genre des Westerns begeben hat. Und da ist mir ein Film in Erinnerung geblieben, der eigentlich kein typischer Western war, sondern eigentlich mehr ein Krimi. Mit Robert Mitchum. Da wird sich dann der Kreis wieder zu El Dorado schließen, mit John Wayne. Aber auch Sidney Poitier, glaube ich, spielt da mit. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen. Todfeinde. Ein Western mit, ja, mit Dean Martin, den ich als kleines Kind mal gesehen habe und irgendwann später dann nochmal im Fernsehen. Und ist mir, ja, eigentlich im Gedächtnis geblieben. Und ich fand den auch bei der Zweitsichtung, als ich schon ein bisschen älter war, gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich den ganz gerne auch hier wieder in meiner Sammlung haben und auch mal wieder in Richtung Western, US-Western zwischen, ja, 40er, 50er, Anfang der 60er gehen. Wenn sich natürlich der andere Western auch noch anbieten, ist das ja auch völlig okay. So. Ja, was fehlt noch? Also, klar könnte man jetzt noch ein paar Clint Eastwood-Filme oder Charles Bronson-Filme aufschreiben, aber da fällt mir jetzt ad hoc eigentlich nur vom guten Clint was ein, was mich wirklich interessiert, und das wäre, also Filme von Clint Eastwood interessieren mich eigentlich alle, aber da müsste ich noch ein bisschen dran arbeiten an der Reihe, die ihn wahrscheinlich noch berühmter gemacht hat wie die Dollar-Trilogie, ne? Dirty Harry. Ich glaube, ich brauche da nichts zu sagen. Den sollte eigentlich jeder kennen, der so sich so ein bisschen mit Filmen, der sich ein bisschen mit Clint Eastwood auskennt. Der Mann mit der, ne, mit der dicken Knarre, der keine Gefangene macht. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Film. Und ja, jetzt wird es wirklich interessant. Ich wüsste jetzt so ad hoc tatsächlich erstmal keinen mit einer ganz hohen Relevanz. Ganz viele, die mir einfach so mal über den Weg laufen könnten und wo ich sie einpacken würde. Von daher muss ich, glaube ich, einmal ganz kurz inne gehen und einfach mal ein bisschen erzählen, um zu gucken, ob mir was einfällt. Weil manchmal, wenn man so ein bisschen rumlabert, kriegt man dann auch wieder gute Ideen. Aber ich sollte mich, glaube ich, ein bisschen beeilen, sonst wird das Video ja stundenlang gehen. Und das wollten wir, glaube ich, wirklich alle nicht. Auch ich nicht. Ich würde mal kurz sagen, ich gehe einmal kurz auf Pause, gucke mir einmal nochmal meine Sammlung an und dann melde ich mich gleich wieder. Ja,
So schnell geht das, ne? Man guckt einmal kurz irgendwo hin und schon findet man, was man haben möchte. Und das war relativ simpel eigentlich. Es geht um einen Film mit Al. Nicht Al Bundy, sondern Al Pacino, wo er den Belzebub spielt. Ne? Im Auftrag des Teufels. So. Das wäre jetzt meine Liste mit den 20 Filmen. Also John Wick 4 und Indiana Jones, ja, darauf warten wir. Übliche Verdächtige fliegt demnächst raus. Alarmstufe Rot. Rot. McQuaid, der Wolf. Der Kickboxer. Flammen des Inferno. 55 Tage in Peking. Der Aufstand in Peking. Andy Warhols Dracula bzw. Frankenstein, dann Fist, Die Verdammten des Krieges, Aquaman 2, Blue Beetle, Das Tier, Die Hölle der lebenden Toten, Todfeinde, Dirty Harry und Im Auftrag des Teufels. Ja, ist wirklich von Mainstream bis über mittlerer Mainstream, aber so richtige Independence-Filme sind jetzt nicht dabei. Ein paar kleinere Filme, die nicht jedem bekannt sind, natürlich. Also ich denke, je nachdem, in welchem Genre man sich befindet, oder heißt das Genre, weil es ja mit G geschrieben wird. Nein, das heißt natürlich Genre. Ansonsten wieder ein bunter Strauß von verschiedenen Filmen, die in meiner Sammlung sicherlich noch fehlen werden. Wie gesagt, es wird das auch noch ein paar andere Filme da reinkommen. Ich hätte jetzt auch den Exorzisten reinschreiben können, weil der gute Stefan von Lass mal über Filme reden, hat da gerade eine Rezension zugemacht. Das fand ich cool zu dem Film. Das war eine super Filmbesprechung. Und hat mich dazu animiert, doch mal sich mal wieder mit dem Thema Exorzist zu beschäftigen. Ich habe, jetzt muss ich überlegen, welche ich alle gesehen habe. Ich weiß, dass ich auch zwei gesehen habe, aber es ist schon elendig lange her. Drei habe ich gesehen, glaube ich zumindest. Vier, ja, und fünf glaube ich dann nicht mehr. Aber ich würde sie gerne noch mal gucken. Und dann habe ich festgestellt, ich bin nicht Krösus, um mir Teil 2 kaufen zu können. Das muss man mal gucken, wie man das am geschicktesten macht. Ob man da irgendwie so eine Box nimmt oder so. Ich bin da schon in Verhandlungen, von daher wird das auch relativ schnell gehen. Gut. Das waren sie alle, also die 40 Filme, die mir fehlen. Oder 20 Filme, die mir fehlen, Entschuldigung. Manchmal ist man so im Flow, dass man gar nicht mitkriegt, was man redet. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich die Vorstellung gemacht habe von Adieu Bulle und ich habe immer der letzte Bulle gesagt. Ich. Ja, ab einem gewissen Alter wird man halt vergesslich, komisch. Ja, ist nicht so prickelnd. Also, diese Liste habe ich jetzt auch und ich habe jetzt mal quasi mit euch zusammen, oder ihr habt mal gesehen, wie ich mir ja die so zusammenstelle. Manchmal macht man es auch anders, dass man einfach diese Liste hat und dann einfach, wenn einem was einfällt, damit reintackert. Ich habe es jetzt einfach mal relativ zügig und schnell gemacht, ohne großartig zu überlegen. Und es werden mir bestimmt auch noch andere Filme eingefallen. Geplant war eigentlich sogar noch, dass ich hier noch was ranhänge. Und zwar hatte ich am Samstag eine Hochzeit. Also ich nicht selber, sondern mein Hochtöner und mein Waveguide haben geheiratet. Also ich hatte vor einiger Zeit schon mal vorgestellt in einem Unboxing, was ich gekriegt habe, einen Hochtöner und einen Waveguide für meine Lautsprecher im Heimkino für ein Upgrade. Und da hatte ich die, ja, musste ich die quasi noch miteinander verbinden. Und da musste ich noch ein bisschen was rumschrauben, ein bisschen was bohren. Das hatte ich extra, ein extra Video gemacht. Ich hatte mir gedacht, wenn das hier nicht allzu lange geht, werde ich das dann noch mit dranhängen. Aber ich denke, ich werde das separat machen und im Laufe der Woche einfach mal gucken, wie es dann so
ausschaut, wann ich das dann mal veröffentliche, sind nur 5, 6 Minuten oder sowas und man sieht, wie ein älterer Mann mit einer Bohrmaschine Löcher in eine Metallfront bohrt. Ist nichts Wildes, vielleicht aber für den einen mal interessant und muss man mal gucken. Ja, die beiden Themen heute, Streaming versus Disc, ja. Ich glaube, diese Frage wurde schon häufig gestellt, wie steht ihr dazu? Ihr könnt es gerne unten reinschreiben, aber was mich eigentlich mehr interessiert, wäre, gibt es bei euch Filme, die euch so definitiv fehlen, wo ihr sagen müsstet, ja, die möchte ich unbedingt haben, da bin ich schon am Suchen nach seit Christi Geburt, seit dem Bau der Pyramiden oder seit der erste Affe vom Baum gefallen ist. Ich weiß es nicht, ne? Also schon elendig lange. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, das ist interessant. Vor allen Dingen wird man dann vielleicht auch inspiriert, wenn man dann irgendwelche Filme gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Das finde ich immer so ganz cool, wenn irgendwelche YouTuber ihre Neuvorstellungen präsentieren, ihr Unboxing und dann sagt man, Alter, den Film, den gibt es tatsächlich noch oder den suche ich ja auch und ach, der fehlt mir und das ist, finde ich, dann immer wirklich interessant, wenn das nicht immer dieses Mainstream ist. Also klar, was momentan rauskommt, das wissen wir alle. Dafür gibt es genug Quellen, aber halt diese Filme, die schon draußen sind oder halt nicht so populär sind. Also das dürft ihr mir gerne reinschreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch, ihr kennt das, ne? Lasst euch nicht ärgern. Schaut noch einen Film und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Macht's gut!